Ganz oben im Nordwesten, dort wo die Warther kannt, da wohnen die Ostfriesen direkt am Nordseestrand. Hier gibt's Ostfriesenwitze, so viel wie Sand am Meer. Doch hier gibt's nicht nur Witze, hier gibt es noch viel mehr. Im Wind drehen sich die Mühlen, die Fischer fahren hinaus. Am Deich hat mancher Binnenländer längst sein Ferienhaus. Hier heißt man Hinnerk Janssen, hier heißt man Bertus Klein. Und vor der Küste kann man Ostfrieslands Inseln sehen. Ostfriesen haben Worte, die kaum ein Fremder kennt. Ein Ohm, das ist ein Opa, ein Jüngling heißt hier Fendt. Ein hübsches, junges Mädchen, das nennt man hier Moiwicht. Und Tutchen, ja das sagt man, wenn man vom Küssen spricht. Die Flut kommt zweimal täglich, bei Ebbe haut sie ab. Und das, wo man dann laufen kann, die Gegend nennt man Watt. Granat ist nichts zum Schießen, so heißt der Krabbenfang. Den gibt's in jedem Hafen, den ganzen Deich entlang. Die Menschen in Ostfriesland, die reden nicht so viel. Sie sind von Haus aus schweigsam, mach kommen, wer da will. Da kannst du viel erzählen, sie trinken ihren Tee. Und wenn du denkst, jetzt sagen sie was, dann sagen sie höchstens nee. Sie schließen keine Freundschaft, schon gleich beim ersten Bier. Doch wenn du sie zum Freund hast, dann stehen sie auch zu dir. Ostfriesen sind gemütlich, sie sind aus echtem Holz. Und auf ihr kleines Ländchen, da sind sie mächtig stolz. Dies ist beileibe kein Plattdeutschunterricht, denn eine Sprache so schnell lernen, das geht ja leider nicht. Ich mach euch aber gerne mit manchem Wort bekannt, dem ihr sehr oft begegnen könnt hier im Ostfriesenland. Der eine fragt, wer heißt hier Kai, was ist das für ein Mann? Das ist als Name nicht gedacht, da legen die Schiffe an. Ein anderer hätte gern gewusst, was eine Brise ist. Das sagen wir, wenn ein zarter Wind die weißen Segel küsst. Dann heißt es auch, man isst hier Butt mit großem Appetit. Das ist ein Plattfisch, der im Grund der Scholle ähnlich sieht. Zum Schluss, wo kommt der Landwein her, hier an der Waterkant? Das ist ein Branntwein, bitte sehr, er wird aus Korn gebrannt. Und damit nun beschließe ich die fröhliche Lektion. Vielleicht sehen wir uns wieder hier im Sommer zur Saison. Wer in Ostfriesland Ferien macht, der wird es nicht bereuen. Er hört zu jeder Tageszeit ein herzliches Moin, Moin.